Herzlich willkommen beim Video Basic 1 im Lernzyklus zum Thema Streckensymmetrale und Winkelsymmetrale. Nachdem du dir dieses Video angeschaut hast, wirst du die Streckensymmetrale perfekt auf Papier und in GeoGebra konstruieren können. Bevor wir richtig loslegen, führen wir noch einen schnellen Sicherheitscheck durch. Bitte nimm dir 5 Sekunden Zeit und beantworte die Frage. Du kannst auch auf Pause klicken, wenn du magst. Kommen wir zur Lösung. Die Streckensymmetrale halbiert die Strecke und steht im rechten Winkel auf sie. Wenn dir dieser Lückentext Probleme bereitet hat, dann schau dir bitte das Intro-Video aus diesem Lernzyklus an. Um bei der Konstruktion mitmachen zu können, benötigst du einen Zirkel und ein ganz normales Lineal. Nun wollen wir uns anschauen, wie wir die Streckensymmetrale mit Zirkel und Lineal konstruieren können. Zuerst zeichnen wir eine beliebig lange Strecke, AB. Danach nehmen wir den Zirkel und stechen in den Eckpunkt A ein. Wir öffnen den Zirkel mehr als die Hälfte der Strecke, schlagen oberhalb und unterhalb dieser ab. Wir ändern die Einstellung des Zirkels nicht und stechen in den Eckpunkt B ein. Wir schlagen wieder ab, sodass wir hier 2 Schnittpunkte erhalten. Wenn du die Einstellung des Zirkels verringerst, wirst du logischerweise einen falschen oder im schlimmsten Fall gar keinen Schnittpunkt erhalten. Deshalb ganz wichtig, die Einstellung des Zirkels nicht zu verändern. Nun verbinden wir die beiden Schnittpunkte. Wir nennen diesen Schnittpunkt M als Mittelpunkt. Jetzt wollen wir noch prüfen, ob die Streckensymmetrale die Strecke wirklich in der Hälfte halbiert hat. Die Strecke ist insgesamt 14 cm lang und wie man hier schön sieht, teilt die Streckensymmetrale diese genau in der Mitte. Mit Hilfe eines Geodreiecks können wir nun auch prüfen, ob die Streckensymmetrale normal auf die Strecke steht. Diese Hilfslinie stimmt genau überein. Steht im rechten Winkel auf die Strecke AB. Eine Streckensymmetrale hat eindeutige Eigenschaften. Genau diese wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Jeder Punkt auf der Streckensymmetrale ist von einem Eckpunkt der Strecke gleich weit entfernt. Betrachten wir den Punkt C. Dieser liegt auf der Streckensymmetrale. Diese Eigenschaft sagt aus, dass die Strecke AC und die Strecke BC gleich lang sind. Das gilt auch für die Strecke AD und für die Strecke BD. Und das gilt für jeden Punkt, der hier irgendwo auf der Streckensymmetrale liegt. Die Streckensymmetrale halbiert die Strecke und steht normal auf sie. Das heißt, dass die Streckensymmetrale im rechten Winkel auf die Strecke AB steht. Jetzt zum Abschluss wollen wir uns noch kurz die Konstruktion in GeoGebra anschauen. Damit das Ganze übersichtlicher ist, deaktivieren wir zuerst die beiden Achsen X und Y und das Koordinatengitter. Das machen wir, indem wir mit der rechten Maustaste klicken, hier den Befehl Achsen und Koordinatengitter wählen. Zuerst zeichnen wir jetzt eine beliebige Strecke. Wir schauen uns hier oben ein bisschen um. Sobald du mit der Maus diese Icons berührst, gibt dir GeoGebra Hilfestellungen aus. Im dritten Icon gibt es den Befehl Strecke oder Strecke mit fester Länge, falls man eine fixe Länge haben mag. Wir wählen den Befehl Strecke und zeichnen eine Strecke AB. Wir wählen wieder das Bewege-Werkzeug und deaktivieren jetzt diese Beschriftung,
indem wir mit der rechten Maustaste klicken und Beschriftung anzeigen auswählen. Hier in diesem Icon gibt es den fertigen Befehl Streckensymmetrale. Das ist in GeoGebra ganz leicht. Dies liefert immer das richtige Ergebnis und kann mit wenigen Klicks durchgeführt werden. Wir klicken den Punkt A an und klicken den Punkt B an und wir haben unsere Streckensymmetrale. Jetzt können wir noch bei diesem Icon hier den Befehl Schneide wählen. Wir schneiden die Strecke mit der Streckensymmetrale und wir halten den Punkt C, aber diesen wollen wir umbenennen und nennen ihn M für Mittelpunkt. Jetzt gibt es hier noch den Befehl Abstand oder Länge. Wir messen die komplette Strecke ab, indem wir auf die beiden Eckpunkte klicken. 27,54 cm. Jetzt prüfen wir, ob die Streckensymmetrale wirklich korrekt ist. Wir wählen Punkt A und Punkt M und erhalten 13,77, genau die Hälfte. Das gilt auch für die Strecke MB. Wir haben also die Streckensymmetrale korrekt gezeichnet.